Guten Morgen, hallo, ich bin hier von DorfTV. Wo habe ich mich hier verirrt? Beim Xmas Jam. Christmas Marmelade. Xmas Marmelade. Ja, genau. Was ist das? Ein Freerunning und Parkour Jam. Okay, wann geht das los? Um 9 Uhr ist jetzt, also Einlass, um 10 Uhr ist Aufwärmen und dann geht's los mit Trainieren. Okay, das heißt, ich sollte hineinschauen und gleich einmal filmen, was da vonstatten geht. Ja. Danke. DorfTV, was hat euch hierher getrieben? Parkour, also zum Ausprobieren, ich mache es noch nicht so lange. Okay, du machst es nicht so lange. Wie lange machst du das? Seit 2 Monaten jetzt. Seit 2 Monaten, wo machst du das? Bei One Move in Salzburg. Okay, extra aus Salzburg herkommen? Ja. Das ist super. Ich darf nicht weggehen. Die verschwinden da, die gehen schon aus dem Bild. Ihr seid aus Salzburg? Ja, genau, wir sind auch von One Move. Okay. Wie lang seid ihr dabei bei Kur? Dreiviertel Jahr. Okay, das heißt, du bist schon ein bisschen mehr fortgeschritten als deine Kollegin? Ja. Es geht so, ja. Das heißt, wie viele Leute sind von euch gekommen aus Salzburg? Es sind relativ viele, aber die meisten sind noch nicht da. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es sind ziemlich viele da, aber die meisten sind noch nicht da. Okay, die meisten sind da, die kommen nicht. Das sind Langschläfer sozusagen. Du bist Frühaufsteher? Sowieso. Sehr gut, dann viel Spaß noch. Hallo, grüß euch. Was haben wir da für eine illustre Truppe? Was hat euch hierher bewegt? Du. Ich habe euch heute bewegt. Okay, wie kommt es dazu, dass euch DorfTV hier bewegt hat? Nee. Warum muss ich das anfangen? Das ist schlimm. Was ist so toll am Freerunning? Der Martin ist ein super Trainer und die waren alle echt kommod gleich von Anfang an. Da habe ich mir gedacht, das kann man sich nicht gehen lassen. Okay, kein Kommentar, ein Aussageverweigerer. Hallo, bist du da dabei? Seid ihr aus Gruppe gekommen? Eventuell. Wir machen den Parkour-Kurs. Wo macht ihr den Parkour-Kurs? Aus dem Aarhus-Gymnasium. Und ja, der Jam ist da angeboten worden und der ist ziemlich cool gelungen und ich bin zum ersten Mal dabei und bin schon voll gespannt. Okay. Wie lange machst du schon Freerunning? Ich habe das Semester angefangen. Okay, ganz frisch quasi. Ja. Und du hast es vorher, dass du es weiter betreibst, wie es ausschaut. Das ist voll cool, ja. Ja, super. Voll dabei. Freut mich, wir sehen dich nachher beim Warm-up. Klar. Drei Minuten werden wir mit dem Warm-up beginnen. Wenn ihr euch hier rüben bei der Halle, hier bei Merchant Music, euch einfindet in den nächsten paar Minuten, dann werdet ihr sicher gehen, dass ihr beim Warm-up dabei seid. Wir sind vom Innviertel, wir sind top motiviert, wir sind von der Leistung her, leider mal sagen, schwach bis mittelmäßig. Wir sind da, dass wir was lernen. Wenn man sich noch ein wenig die Runde anschaut, dann glaube ich, weiß mehr, dass man nach oben hin noch viel Sachen an sich verbessern kann. Und das ist unsere Motivation eigentlich heute. Ja, super, super Einstellung, danke dir. Ja, das schafft. Kommen Sie bitte ein bisschen näher. Nicht zu nah, aber so auf 4 Kilo. Hallo. Sehr gut. Ich passe Mikrofone voll. Deswegen machen wir jetzt kurz ohne Mikrofon. Dann wieder mit.
So, erstes Mal herzlich willkommen zu unserem fünften Event, unsere fünfte, Servus, unsere fünfte Marmelade. Ich werde nach dem Aufwärmen gleich nur ein paar Sachen zum Tagesablauf und ganz wichtig zu den ganz strengen Regeln, die wir haben jetzt hören. Die sind extrem streng und sehr wichtig, sonst können wir es nie wieder machen und dann haben wir keine sechste Christmas Marmelade dafür schon. Zum Aufwärmen spielen wir als erstes Feuerwasser-Parcours. Das funktioniert so wie Feuerwassersturm, nur klingt es cooler. Okay, in der heutigen Zeit braucht man einen Trend. Und zwar, wenn ich Feuer rufe, wenn die Musik aus ist, ich rufe Feuer, wisst ihr ganz schnell runter auf alle vier. Der Bernie sagt das gleich vor, nämlich Unterarmstütz. Ja, Unterarm, das sind die. Unterarmstütz, Tank. Ja, und so bewegt ihr euch vorwärts, bis die Musik wieder losgeht. Ja, weil beim Feiern müssen wir möglichst tief zum Boden runter. Voll gut, Karakasvergiftung passt, komm wieder auf. Wenn ich Wasser rufe, müsst ihr möglichst schnell irgendwo rauf. Ich glaube, ein paar Möglichkeiten seht ihr. Also irgendwo möglichst schnell rauf, wo ihr auch sicher wieder runterkommt. Das wäre cool. Okay, also das Wasser. Wenn ihr Parcours hört, irgendwo Parcoursrolle, rechte Schulter, Parcoursrolle, linke Schulter. Bestenfalls am harten Boden. Damit man gleich sieht, wer die Pros sind. Wer das reicht. Und als allererstes Tornado, 360 nach rechts, gefolgt von 360 nach links gesprungen. Alles klar? Unterm Stütz bewegen, irgendwo rauf, Parcoursrolle rechts, Parcoursrolle links und Tornado, 360 links, 360 rechts. Kennt sich aus? Voll gut. Und während ihr lauft, bitte gleich denken, Schultern mobilisieren, Arme kreisen, Hände, Handgelenke kreisen und so weiter und so fort. Ganze Halle ausnutzen zum Laufen. Passt da? Musik ab! D-Duell, meine Damen und Herren, heute kämpfen Luc und Remy um das Herz einer Traumfrau. Los geht's! Hey, warte mal! Und hier ist sie, Julie! Neun Schlangen! Was ist das? Neun Schlangen, die Würde!
größer. Noch größer. 7 Jogginghosen. 7 Jogginghosen. Das ist zu komisch.
Ja, eine Person liegt, Körperspannung, andere Person schlagt sich beide Hände. Machen wir schön den Brustbrüder geht. Dann wieder vor. Und machen jetzt alles wieder, dass ich vorgebeugt rudere. Zieh gern hoch, zack. Das Ganze mache ich 6 bis 8 Mal. Das Ding ist ja durch. Ja. Herzlich willkommen zu unserem 5. Event. Freut uns sehr, dass so viele schon so bald da sind, in der Früh mit aufhören und so. Das ist sehr vorbildlich. Wir haben uns ein bisschen geschreckt dieses Jahr, weil wir sind bei 180 Voranmeldungen und sowas. Aber nicht Angst haben, weil wir sind nicht die einzige Halle. Okay?
Wenn ihr da rausgeht, ist alles so beschildert, dass jeder, der nicht blind ist, finden kann. Lasst euch raus jetzt, dann gibt es einen Schlurf, dann garantiere, dann kommt man zum Sportplatz raus und dort hinten ist dann nur die Akrobatikhalle mit zwei Erdbeeren. Die Gladiatoren sind hier, sie zeigen uns was. Was wirst du uns vorführen? Ich werde jetzt einen Rückwärtssalto machen nach einer Radwende, wenn ich es zusammenbringe. Einen Rückwärtssalto nach einer Radwende? Ja. Jawohl! Mittag auch schon Hunger hat, so viel Kekse, Obst und ähnliches da sind, einfach nehmen. Red Bull Ferrari oben sind relativ limitiert, Red Bull hat nicht mehr so viel Geld, das ausschaut. Dementsprechend schauen, wobei wir sehr dankbar sind, dass wir die Dosen bekommen haben. Also großer Applaus an Red Bull in den Dosen. Mittagessen, es sind ganz in der Nähe in der Wok Chinese, die kann ich sehr empfehlen, da gibt es Essen und da haben sie noch Supermärkte und so Sachen auch. Also das kann man auch machen immer wieder. Wirst schaffen. Von der Halle bis zu der Halle ist eine Luftlinie genau 50 Meter. Geht es abgehen und es ist relativ schnell drüben. Drüben gibt es auch Musik und ihr hört die DJ durchsagen in der Akrobatikhalle auch. Das heißt, ihr seid immer sehr spaßig. Ihr seid immer am neuesten Stand. Gibt es Fragen von eurer Seite? Sicher 1000, aber draußen nicht. Nur, dass ihr euch kurz auskennt, wer zum Team gehört. Also, ihr habt das gegründet vor 5 Jahren, genau, circa. Wow! Weißt du noch? Das ist der Roland, das ist hier die Stimme im linken Ohr von mir, das Piepsen. Da hinten haben wir Paul, das ist unser DJ, mit Paul ist auch DJ, komisch. Da haben wir den Angelo, der Shot-Test. Der Flo ist drin, den Hosen sortieren, den sieht man nicht so oft. Da ist der Benjamin, das mit der Brille. Wir sind eine Partner, du. Also bitte an solche Menschen, die so sehr ruhig sind, wir tun die ganze Zeit immer wenig mit irgendwas, wenn etwas ziemlich juckt oder so. Dann sind wir die richtigen Angekannten. Passt? Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Bitte lässt mir sich keiner wieder. Keiner. Kein einziges Helfers Auto. Bei uns tut es leid. Bitte machen wir das wieder. Das wäre voll gut und das ist immer geeignet. Passt. In dem Sinne, viel Spaß. Gibt's alles. Könnt ihr uns ein paar Tricks vorführen für DorfTV? Ich bin aber leider nur Calisthenics. Parkour ist nichts meins. Ja, Calisthenics ist auch ein Ort. Ja, erklär uns vielleicht Calisthenics, was ist das? Ist Bodyweight-Training mehr oder weniger, also Training mit dem eigenen Körpergewicht. Ganz viel auf solche Stangen, ganz viel im Freien, auf Bahn und das ist so quasi das Krafttraining von den Kunstturnen quasi. So kann man das ein bisschen erklären. Okay, dann lass uns sehen. Ja.
kein Tag. Heute ist nicht der Tag, oder wie? Ja, noch zu früh, später nachher noch. Später dann, ja. Komm auf mich zu. Perfekt. Grüß euch. Servus. Du hast ja vorher auch Feuerübungen vorgezeigt. Ja. Was war das? Spaß. Spaß? Ja. Okay. Bist du eine Freerunnerin? Ja. Du auch? Ja. Was macht ihr so beim Freerunner? Am liebsten draußen. Am liebsten draußen? Draußen irgendwelche Stangen mag ich eigentlich ganz gern. Stangen mag ich? Ja. Gern. Drüber, drunter, rundherum. Okay. Kannst du uns ein bisschen was an die Stangen sagen, die Zuschauer? Nein. Nein. Ohne Zuschauer schon, ohne aber mit Zuschauer schon. Ja, ja. Nein. Ja, dann bist du auch schon. Ein bisschen später vielleicht. Ja, dann später. Ja. Wir werden dich sehen. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Andere Leute nachfilmen mit GoPro. Was da sie analysieren oder zum Spaß filmen? Zum Spaß filmen. Zum Spaß. Okay. Einfach, dass man dann sieht, was man verbessern kann. Ja. Ja. Aber hauptsächlich zum Spaß. Das ja. Musst du noch anschauen. Du darfst ihn filmen? Ja. Ja. Darf ich ihn auch filmen? Was sagt er uns jetzt? Boah, das weiß ich gar nicht. Aber irgendwas Gutes. Kann man mich kurz stören? Hallo. Was sagst du uns da jetzt? Oh, ich weiß so gar nicht. Ich probiere einfach irgendwas. Du probierst einfach. Sehr gut, probier. Ja, lässig. Was war das jetzt im Nachhinein, im Nachrevue? Ich glaube, Card Full hast du ja. Nochmal. Card Full. Card Full. Ja, ich glaube schon. Was ist das? Wie, warum? Also ein Radl und dann ein Vorwärtssalto. Ach so ist das. Ah, nein, Card Front hast du, Card Front. Okay. Sorry. Sagst du uns nur was? Nein, oh, ich hab's ja. Nicht gefilmt. Er muss doch nicht filmen, wie es ausschaut. Ich hab's. Ja, lässig, ich sehe schon, da geht's dahin. Ja. Ganzen Tag, heute schon ausgebaut. Noch den ganzen Vormittag geht's so. Ja. Bist aber noch fit dabei. Ja. Im Soft. Ja. Sehr gut, dann viel Spaß noch. Was sagst du vor? Erzähl uns ein bisschen was. Das weiß ich, habe ich noch nicht so genau im Kopf. Mal schauen, was kommt. Okay, also à la Freerunning-Parcours improvisiert. Sehr gut. Ja, sehr gut, echt lässig, hat mir gefallen. Dankeschön. Was war das alles? Kannst du dich noch erinnern oder war es so anstrengend, dass das Gehirn auch schon abgeschaltet? Zuerst L-Sit Muscle Up, dann über einen leider schieren Frontlever heute schon in einen Backlever, in eine Kippe to Front Support und wieder Backlever. Ja, nur weiter so. Hat uns gefallen.
Hallo, ich sehe gerade, da wird Akrobatik vom Feinsten praktiziert. Das ist vor ein angesetzter Handstand, ist das richtig? Ja, ja, so ein angesetzter gerade. Erzähl ein bisschen was von dir, wo bist du? Komme aus Innsbruck. Okay. Ja, ich studiere Architektur da und habe dieses Semester angefangen mit Parkour an der USI. Also, falls man das kennt. In Innsbruck oder hier? In Innsbruck. In Innsbruck, mhm. Gibt es auch, also das gibt es da auch. Ja. Ja. Und dieses Semester? Ja, genau. Parkour. Ja. Gefällt's dir? Ja, jeden Fall. Also wahrscheinlich gut genug, dass du herkommst für die Anreise auch, ja. Dich nimmst. Meine Leute waren alle motiviert. Ihr seid aus Gruppe gekommen, oder? Ja, genau. Ja, wie groß ist die Gruppe aus Innsbruck? Dave, wie groß sind wir? Ich glaube, 300 Leute, sowas. 300 Leute? Ja, was insgesamt. Also Respekt. Also die jetzt da sind? Ja, wie viele sind da? Zu 8 zu 9. Zu 8 zu 9, ja. Und du bist quasi der Chef von Freerunning Innsbruck, ne? Nein, der Lukas Steiner ist das. Ja, aber du kannst da was, du kannst uns was sagen. Wie kannst du mega so was sagen, ne? Zum Beispiel? Ja, was Cooles, ja, was man nicht alltäglich sieht. Japaner Frontflip kann ich machen. Japaner Frontflip, das hört sich gefährlich aus, hört sich nach Kamikaze. Wo darf ich dich aufnehmen? Wo darf ich mich in Position bringen? Machen wir es da gleich. Ich schau dazu. Das war quasi der Japaner im Frontflip. Ja, genau, das heißt, Arme hinten raufgezogen. Okay, Arme hinten raufgezogen. Ja. Ja, dann sagen wir danke für die Vorführung und viel Spaß noch beim Event. Danke. Danke. Schein der Weißen. Wo seid ihr? Aus Wien. Aus Wien. Genau. Okay, was für ein Team? Die Giftler. Die Giftler? Okay. Außergewöhnlicher Name für ein Sportteam. Das heißt, Dopingkontrolle, von dem heute halt sehr weniger. Okay, jetzt hat alle gedopt. Mit uns, mit Training, das ist so dahinter. Nein, keine Drogen. Keine Drogen, Training ist unsere Droge sozusagen. Das Training ist die Droge, genau. Okay. Das heißt, das Freerunner, Calisthenics, Parkourer oder alles gemeinsam? Alles gemeinsam, Partner. Alles gemeinsam, ja. Genau. Wie lange seid ihr schon dabei? Wie lange macht ihr diesen Sport? 2 Jahre und 4 Jahre.
Was? Nein, auch 2 Jahre. Okay. 2 Jahre? Genau. Was kann man noch 2 Jahre? Ja, nicht viel. Aber einen echt guten Kong. Seitflip. Okay. Anstand. Backflip. Was ist ein Kong? Für Leute, die das nicht wissen. Katze. Ja. Eine Katze. Eine Katze. Könnt ihr 2 Katzen, ihr Kätzchen, das mal schon vorzeigen? Ja. In den Kong. Wo passiert das? Ein Platz zum Anlaufen jetzt. Aha, da brauchen wir Platz zum Anlaufen. Ja. Ihr wollt es gut ausdrücken. Ich dachte, Freerunner und Parkour, die improvisieren. Nein, das ist ein. Nein, das stimmt nicht. Stimmt das nicht? Ja. Ich zumindest nicht. Du hast einen Plan für alles. Genau, ich plane das zu Hause. Also bevor ich jetzt hierher gekommen bin, habe ich einen Plan gemacht, was okay. ich was mache und wie ich das mache. Und ich bin so nicht aufgebaut. Und du hast schon gewusst, was hier aufgebaut ist? Ja. Okay. Ist es ein Standard, der was aufgebaut wird, überall das Gleiche? Nein, ich habe extra angefragt, weil ich muss es ja planen. Okay. Das gilt auch für dich. Du planst nicht bis im Detail. Du bist spontan. Okay. Ja, vielleicht kannst du spontan, du Kätzchen, einen. Die schärfsten Sportlerverein. Wer sich um einmal mit der Runden frei gemacht, weil das die Regel so befasst. Wir haben noch was mitgebracht. Danke, das ist ein Kong. Genau. So, wo sind die Challenger? Kommen Sie. Jo. Wie ernährt sich der Freerunner so über so ein Event? Nudeln und Reis. Nudeln und Reis. Okay, also Kohlenhydrate ganz einfach. Das haben Sie richtige Kraftstoffe gemacht. Sehr gut. Ihr seid alle Freerunner und Freerunnerinnen. Ich nicht. Du nicht? Was bist du? Ich schaue mir das mal an. Also schaust du das an. Okay. Von wo bist du? Klagenfurt. Von Klagenfurt bist du hergekommen zum Zuschauen. Okay. Was ist so speziell daran, hier zuzuschauen zu dürfen? Ja, mein Freund ist da und ich schaue ihm zu. Und okay, wer ist der Freund? Sollen wir mal filmen? Wer ist der Freund? Wie schaut er denn aus? Was hat er denn noch? Er ist der Freund. Ich habe gehört, du bist ein sehr guter Freerunner. Servus, ich filme da für DorfTV. Extra aus Kärnten gekommen. Ja. Ja. Ja, ich komme aus der Steiermark. Aus der Steiermark, ja. Also ich komme aus Kärnten. Ja. Zeig was vor. Kannst du uns was zeigen? Ich zeig dir einen Backflip, okay? Ein Backflip? Wo machst du denn? Auf der Airtrack. Von wo seid ihr? Wien-Umgebung. Von Wien-Umgebung, du und, auch? Nein, Niederösterreich. Niederösterreich, ja. Diese Wien-Umgebung, ja. Kann man schon sagen. Du würdest dich mehr als Niederösterreicher ja. bezeichnen, ja. Seid ihr bei einem Verein dabei oder macht ihr das alleine? Ich habe ein paar Leute gehört, die haben es über YouTube gelernt. Machen sie bei Vereinen dabei? Nein, wir haben es von der App-Connection gelernt. Von der App-Connection? Von der Affenschaft oder wie frei übersetzt kann man das nennen? Ja, das sind halt Trainer aus Wien. Ja. Die super geil sind. Und von denen haben wir das gelernt. Okay, das ist quasi ein Verein. Ja. Ja? Ja, sowas wie Team Obsession. Ja. Okay. Ja. Und ihr seid jedes Jahr dabei, dieses Mal das 5. Mal? Nein, ich bin jetzt das 2. Mal da. Das 2. Mal, ja. Und ihr seid schon fortgeschritten dann quasi im Freerunning? Ja, so mittel halt. Mittel. Vielleicht. Mittel? Ja. Nach wie vielen Jahren ist man mittel oder nach wie vielen Stunden? Wie kann man das sagen? Oder gibt es da Gürteln? Das kommt an, wie viel man trainiert. Ja, genau. Okay. Ja. Wie viel trainierst du? Normal 2 oder 3 Mal die Woche. Okay. Und du? Auch so 3-4 Mal. 3-4 Mal, okay. Und Lust, dass du uns das vorzeigst? Oh, Airtrack, jetzt können wir schon machen. Ja. Ich kann nichts auf der Airtrack tun, mein Kreuz ist fließen, aber du. Also Airtrack ist diese blaue Matte. Ja, die muss eine kleine Hüftwork. Ja. Was ist das Besondere an der Airtrack?
Was ist? Das federt. Sie federt. Ja, kannst halt super geil flippen, das Tor. Okay, das heißt, ihr macht da jetzt Saltos wahrscheinlich, ja, oder ähnliches. So was zeigst du uns jetzt vor. Eine spezielle Ansage fürs Publikum, was wird jetzt vorgezeigt? Ja, einfach rounded Backflip. Ein runder Backflip? Ja. Okay. Nicht runder, rounded. A Roundup? Rounded, das ist das, round-up, was man da vorne macht, dieses komische Rad. Okay, das ist quasi mit den Händen, sag mal vor, greifst du eine spezielle Technik? Ja, so. Okay, ja. Ja, dann sag vor. Alright. Wir verfolgen dich. Okay. Passiert da jetzt eine mentale Vorbereitung, bevor du zum Sprung, zum Rounder-Backflip ansetzt, oder nein, ist das schon alles automatisiert? Alles automatisch. Okay, die Socken, wenn man sie ausziehen, wie es ausschaut, bevor man da springt, ergibt einen besseren Grip. Die Athletin setzt an, ohne die Wimpern zu zücken, und präsentiert ihren Rounder Backflip. Danke sehr! Hallo, grüß dich, ich habe gesehen, du bist schon ein Halbprofi oder ein Vollprofi. Ja, sind wir gerade dabei. Kantole, oder wie? Wie wieder? Seid ihr alle? Alle? Nur nicht, nein. Okay. Kannst du uns was vorsagen, was du jetzt gerade gemacht hast? Ich meine, das haben wir gleich nur einmal. Gleich nur einmal, ja, das muss auch geplant haben. Ich muss das jetzt sowieso einigen. Okay, das erinnert mich ein bisschen an Pool-Dancing. Bist du ein ehemaliger Pool-Dancer oder ist das was Eigenes aus Freerunning? Ja, ich mir gedacht, ich schmeiß mich da jetzt um die Stange um. Das hat in dem Fall nichts mit Dancing zu tun. Okay, das hast du einfach improvisiert? Das habe ich improvisiert, völlig. Okay, sehr schön. Woher bist du? Aus Salzburg. Aus Salzburg? Von die One Mover. Von die One Mover? Ja, so okay, ist es. Wie viele Leute hat sie aus Salzburg? Da? Da sind wir heute ein paar, schon die 10, da hinten sehe ich ein paar, da oben sind ein paar. Okay, ich sehe schon, die Leute wadeln sich auf nach der Reihe, bereit für den Contest. Nimmst du auch teil? Nein, ich habe meinen Fuß ein bisschen hingemacht. Als Zuschauer, okay. Deswegen mehr Pole Dance. Mehr Pole Dance. Dann viel Spaß noch. Ja, dir. Es ist ein Parcours, wobei ihr alleine lauft, aber den Partner braucht, weil es nicht das Team gewinnt, das am schnellsten ist, sondern dass die geringste Zeitdifferenz zwischen beiden Runs hat. Okay? Das heißt, es geht, ja, 10 Minuten wäre lustig, dann freut es mich wahrscheinlich nicht mehr. Also schon dynamisch, aber gleich. Okay? Alle, die mitmachen wollen, zu zweit, mögen zum Full kommen und gehen wir das Ganze durch. Geht's weiter, natürlich geht es hier um wahnsinnige Aktivität.
steht der erste Run, die ist jetzt Zeit, zu kleiner. Ja, und sie haben sich noch auf der Abstimmung. Und einen großen Applaus für den Lehrer. Der nächste Starter macht sich schon bereit. Und es geht schon wieder los. Spannende Dinge und Wahnsinn über Mann. Ich bin schnell aufgestanden. Entschuldigung. Alles klar? Und dann die Schnelligkeit und gedreht, getragen, einfach das Podestbein, dann Ball vorbei. Beim Kissbauen keine Unbedingungen, schmeißen Schokolade abgegessen. Und ein nächster Tag schon gesagt, ich kriege bloß noch das. Und den habe ich die Stimmung hier in der Halle. Aufwärts, fertig! Und der nächste Starter. Ein wunderbares T-Shirt an der Hand, ich glaube, mit dem wir dann natürlich einige Hundertstel noch rausholen. Dieser weiße Strahl einfach am Rücken, das ist ein schöner X, der wird der nächste Starter. Starre, du bist der nächste Starter. Sieht sehr, sehr gut aus. Da wird natürlich der Leistungsbewegung auch wieder hinauf bis zu unserem kleinen Christbaum. Und hier ist er wieder fertig. Ein riesiger Applaus. Ja. Sieht sehr, sehr gut aus. Starre, du bist der nächste Starter. Schon wieder los geht's, schon wieder der nächste Starter. Starter, ich sehe sehr gut aus. Nächster Start ab.
Sie im Blick, die auf der Kurz ziehen. Oh, Stein! Ja, kommen wir zurück zum Tisch. Regeln sind natürlich hier heute, es geht natürlich nicht um die Schnelligkeit im Ganzen, sondern es geht um die Gleichheit der einzelnen Zeiten. Wie sollte man seine Kraft und seine Energie natürlich ganz gut einteilen? Und schon wieder fertig. Set die Erde diesen Kurs am Platz. Jetzt schon wieder fertig. Es geht um die Gleichheit der einzelnen Zeiten. Und schon wieder der Boden. Aua! Mit den Schienbeinen stützt er sich ab auf der Stange. So ist es nicht so. Spannend. Wir haben Sieger und wir haben Zweite. Hat er nicht ausgerechnet? So. Wir haben Sieger. Quentin. Aaron und Quentin mit einer Zeit von 2,83. Aaron und Quentin. Die gleicheste Zeit, die es gibt. Einen riesengroßen Applaus für die beiden. Aaron und Quentin. Leibald, Grüße. Sieger. Quentin. S. Mit einer Zeit von. Team Leibald S. Aaron. Sie bekommen als Preis natürlich einen wunderbaren. Mit Möglichkeit, ein T-Shirt von uns zu bekommen. Mit einer Zeit von Aaron. Zwei wunderbare T-Shirts von Team Obsession. Freihaus. Stange. Wer seine Zeit schon sehen will, jetzt gleich auch mehr Ausrechner. Wir haben zwei Nennzeichen. Ja, sag ich ja. Jetzt knoppen wir. Echt schön. Sehr gut, Jungs. Die nächste Challenge bringen wir mal. Die Uhr close, ja. Naja, gut gemacht. Die sind 1300. Ja gut, das war die erste Challenge. Die nächste Challenge ist schon wieder bereit. Jetzt geht's zum Seilziehen. Und wir wechseln ein wunderbares Handseil von der Schiffswerftmanufaktur in Bonn hergebracht. Dieses Seil hat schon 1175.430 Schiffe abgeschleppt. Also es ist schon etwas dünner als die normalen, aber es hält sehr, sehr viel aus. Es ist schon etwas dünner. Es ist ja, dreier Teams brauchen wir. Da brauchen wir einen starken. Und jeder, der sich stark und in der Lage dazu fühlt, bei einem Tauziehwettbewerb mitzumachen, soll er sich doch bitte anmelden. Jo. So, nächste Challenge. Stangenziehen. So, ersten zwei Gruppen, die gegeneinander antreten werden, ist die Gruppe 1 Kevin und die Gruppe 2 Wolfgang. Bitte zum Tau gehen und Aufstellung nehmen. Jo. So, haben wir da die ersten drei. Lauern! Tauziehen. Tauziehen. Frage? Ja. Tauziehen. Tauziehen. Ja?
Tauziehen. Gewonnen habt Tauziehen. Ihr, wenn das gegnerische Team entweder auslässt oder ihr irgendjemanden mit einer Berührung über bzw. auf die Mittellinie bringt. Wenn das Team das auslässt, wenn beide auslassen, habt ihr einfach beide verloren, wenn mit 30 und 24 Stunden Tauziehen. Also schaut, dass ihr einer fest wird mit einem Finger. So. Geht sich aus? Martin, jetzt könnt ihr da vorne stehen. Alle? Ja, hintereinander. So, machen wir den Ausgang gut, ich hab's. Achso, da müssen wir sagen. Tauziehen. Ja, jetzt wird's ernst. Meine Damen und Herren, Tauziehen. Jetzt geht's los und Tauziehen. Sehr stark zur Sache. Unsere Mittellinie wird hier nicht überkreuzen, beiden Mannschaften. Hier geht es wirklich zu. Die starken Männer aus dem hohen Norden. Und hier geht's schon wieder. Ja. Team Nummer 1, Kevin, hat hier gewonnen. Ja, ein Tauziehen. Team Nummer 2, Wolfgang. Tauziehen. Team Nummer 3 und 4, Philipp und schräger Typ gegeneinander, bitte. Schräg. Tauziehen. Philipp, Tobi, Michi gegen schräger Typ Georg Nico. Yeah. Tauziehen. Wo sind eure Kontrahenten? Schaut doch mal in diese Runde. Tauziehen. Jetzt kommt epische Musik. Ich hab Tauziehen. So. Und weiter sind sie gekommen. Es geht hier um Leben oder Tod. Zwei wunderbare, starke Teams. Auf die Plätze. Fertig, los! Und hier geht schon ordentlich zur Sache. Es sind noch wenige Meter. Hier sind schon wieder. Wahnsinn, einen riesengroßen Applaus für diesen Kraftakt. So, Team Philipp. Wahnsinnig gut gemacht. Vom V-Team. Tauziehen. Nächste Gruppe. Tauziehen. Nico, Max und Simon gegen Dan und Chris. Tauziehen. Und Huist. Park Huist. Tauziehen. Also nur schräge Typen am Start. Tauziehen. Fuß auf die Linie. Tauziehen. Nico, Max und Simon stehen schon wieder am Start. Tauziehen. Chris. Hey, Frage, und die Stange stehen wieder um. Tauziehen ist. Tauziehen. Die Pausenmusik ist immer gut. Tauziehen. So, jetzt geht schon wieder ans Eingemachte. Beide Teams bereit. Und hier geht schon wieder zur Sache. Wo sind die kräftigen Hände? Und hier geht's. Ui. Da rutschen die Menschen. Und schon wieder vorbei. Aus. Er hat sich doch den Arm abgeschnürt. Tauziehen. Ja, das war schon wieder die nächste. Nico, Max und Simon haben das Tauziehen gewonnen. Nächste Gruppe steht schon. Daniel, Tauziehen. Noel, Gerald. Quentin, Andi, Martin, Bohne, Terentino. Tauziehen. Jetzt fängt dich los. Der Pfau wartet. Tauziehen.
ein Riesenspaß. Auf die Plätze, fertig, los! Und hier geht's schon wieder in die nächste Runde. Oh, da haben wir Kraftpakete an beiden Seiten. Die kräftigen Hände sind nicht zu stoppen. Oh, da drüben scheint es schon wieder. Und knapp, 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 noch ein kleines Stück und aus ist es! Nächste Runde auch schon wieder vorbei. Ihr habt gewonnen. Quentin, Andy, Martin und Bonet Tarantino. Jetzt sehen wir in der nächsten Runde schon wieder die nächsten. Gruppe Nummer 2 gegen die Nummer 2. Nummer 2. Kevin Andreas, Typ Sepp, Jan, Pinschläger, Typ Grimko. Tauziehen. So, nächste Runde, Kevin. Tauziehen. Adrians Bizeps. Tauziehen. Wolfgang. Tauzi. Und der dritte, Captain, gegen Philipp, Tobi und Michi. Wo seid ihr denn? Ja. So, könnt ihr noch? Wo sind die zwei Teams? Tropfen. Tautropfen. Tauziehen. So, habt ihr euch geeinigt, wer jetzt die Tautropfen zieht? Ja. Epische Musik. Gut, der Schiedsrichter steht schon bereit. Dorf TV ist auch schon live dabei. Und los geht's hier schon wieder. Beide Teams reißen sich um natürlich die nächste Runde. Die Gesichter schwellen an, die Hände schmerzen, die Füße tun schon weh. Hier geht's aber wirklich ordentlich zur Sache. Nur noch wenige Zentimeter von dieser Linie entfernt. Das Tau wird in beide Richtungen gezerrt. Tobi, der hat da mitgewirkt. Nico, Maxi, Simon gegen Quentin, Andy, Martin ohne Tarantino. Tauzi. Das ist so die Pausenmusik. Tauzi. Und los geht's! Ui, da haben wir wieder die Starken beieinander. Das schaut aber nach einer schnellen Runde aus. Da geht's schon wieder. Ein paar Zentimeter können Sie sich noch retten vor dieser Niederlage. Oh, da geht's schon erst her. Und was ist da los? Sie haben sich in den letzten Sekunden. Oh, das war aber schon knapp. Ui, und vorbei. Riesengroßen Applaus. Ohne Tarantino. Quentin ohne Tarantino hat auch gewonnen. Philipp, Tobi, Michi. Finale durchschauen, 2 Minuten Pause, damit sie sich regenerieren. Gut, jetzt haben wir dann noch das Finale. 2 Minuten Pause haben wir jetzt. Also schaut, dass ihr gut ausgeholt an die nächste große Schlacht herangeht, weil jetzt geht es nämlich um das eingemachte Glas. Also, bitte. In der nächsten Runde treffen wir aufeinander. Philipp, Tobi, Michi gegen Quentin, Andy, Martin ohne Tarantino. Also das große Finale in 1,7 Minuten. Ein bisschen Tauziehen. Let me welcome you to the final of the Worlds of Tauzi. Dieses Finale wird Ihnen präsentiert von Team Obsession. Tauzi Finale. Ihr Partner, wenn es ums Tauzi geht. Beide Kontrahenten machen sich bereit. Tauzi Finale.
In wenigen Sekunden werden wir den Sieger von den Verlierern unterscheiden. Wir werden ihn ans Limit gehen und darüber hinaus. Und den Kelch des Siegers über den Köpfen der Verlierer tragen.